Hallo und willkommen zum nächsten Video von Listenstreichung Computerspiele, die wir endlich wieder zocken dürfen, ganz offiziell. Dabei wie immer der gute Vito. Ja. Und heute kümmern wir uns um das Jahr 2014. So, Bekanntmachung 1 2014. Keine Indizierung eines Spiels. Ach, die was? Trauen sich ja was. Kein Wunder, wo doch Ausgabe 15 2013. Hä? Schon im Januar stattfand. Bekanntmachung 2 2014. Bedroom Olympiad. Ein Computerspiel. Der Titel sagt alles. Von Shockwave. Anschrift unbekannt. Ist Shockwave nicht eine Programmiersprache von Adobe? Nein, nicht Programmiersprache, so ein Webseiten-Design-Ding, Flash-Player-Ding. Ach so, so rum. Shockwave-Player und so. Ich glaube, das ist für Vektorgrafiken. Ist inzwischen aber, glaube ich, auch tot. Ja, hat Adobe auch vor einigen Jahren getötet. Die Schlafzimmer-Olympiade. So. 22. März 1989 auf dem Index gelandet, am 17. Februar 2014 runtergeflogen. Ja. Genau, auch hier nochmal der Hinweis, wer nicht genau weiß, was erzählen die da eigentlich. Im ersten Video haben wir ausführlich erklärt. Die ganzen Details. Machen. Erstes Video, die ersten 10, 15 Minuten, so Pi mal Daumen. Das Intro. Genau, da erkennt man alles. Genau. Gunshot, ein Computerspiel. Ach nee. Ach was. Von Micropartner Gütersloh. Ah. Von dem Label Axinom mit 3x. In Gütersloh war aber ganz schön viel los, was? Ariola Soft, Rainbow Arts. Mit 2x. Ja. Micropartner Gütersloh. IT-Hauptstadt Deutschlands. Ich dachte, da ist außerdem Bertelsmann Museum nichts. Der Bertelsmann Gebäude. Tja, wieder was dazugelernt. In Gütersloh ist schon echt viel los. Nicht, dass man da tot über den Zaun hängen wollte, aber... Einen schönen Rasen haben sie. Am 23. März 1989 auf dem Index gelandet und am 17. Februar 2014 runtergeflogen. Natürlich die gleichen Daten. Eber. So, jetzt wird's ein bisschen komisch. Der Kohl-Diktator. Hersteller unbekannt. Kohl? Wie da Helmut? Wahrscheinlich. Da steht das ja. Wie schreibt er sich denn? K-O-H-L. Dann ist es der Helmut-Diktator. Geil! Jetzt mal voll gegen die Kamera latschen, das hat Stil! Hab nichts gemacht! Klingt witzig, das Spiel! Ja, also wer da Näheres zu weiß, kann ich mal in die Kommentare. Ja, in die Kommentare, ey! Endlich Ruhe in der Zone, Kohl setzt Giftgas ein, stinkt nach Titanic-Spiel! Am 28. März 1989 indiziert worden, am 17. Februar 2014 runter. Wie bitte? Wahrscheinlich so wie Hannelore Kohl. Und den Ärzten. Ja, endlich Ruhe in der Zone, aha. Kohl setzt Giftgas ein. Oder Bonjour, ihr Froschfresser. Kohl aus dem deutschen Panzer. Manhattan Dealer. Aha. Ebenfalls ein Computerspiel. Also wahrscheinlich haben sie Computer hier zusammengefasst. Wenn es keine Konsole ist, ich wollte ist es ein Computerspiel. Konsolenspiele hatten wir nämlich noch gar kein einziges. Ja. Also wahrscheinlich haben sie es jetzt hier zusammengefasst, weil es dazwischen zu viele Plattformen gibt. Atari, Amiga... Den C64, genau, die Spektrums. Apple, Spektrum, genau, und wie sie nicht alle heißen. Und wahrscheinlich gab's haben sie da IBM PC, gab es ja auch noch, ach du meine Güte. IBM PC? IBM kompatible also, PCs, ja. Doch. IBM. Es klang so, als hättest du das B von Compaq und so, ne? Das ist ja alles eine Plattform. Genau, deswegen haben sie es wahrscheinlich unter dem Begriff Computerspiel zusammengefasst. Um sämtliche Portierungen gleich mit abzusagen. Genau, also der Manhattan, die da am 23. März 1989 auf Minix gelandet, am 17. Februar 2014 wieder runtergeflogen. Am selben Tag. Drogendealer-Simulator. Weißt du, als es bei Steam einen gibt, der nennt sich Drug Dealer Simulator. Ich schaue da echt, dass die sowas durchwinken. Tja, inzwischen wird es nicht mehr indiziert. Ninja Mission. Von Mastertronic. Mal wieder. In Soest. Oder Soest. Soest. Indiziert. Ach, inzwischen noch eine Anschrift? Ja. Bei Sports hat man nämlich noch keine Anschrift gehabt. Ach, wie schön. Vom 22. März 1989, ja, da ist es drauf gelandet. Und am 17. Februar 2014 runtergeflogen. Alles an einem Tag. Irgendein Sales-Code muss sein. Na, wie gesagt, halt eben. Mit Bundesanzeiger erscheinen, ne? Sexy Hexy. Aber nur Part 3. Dann sind Part 1 und 2 also die ganze Zeit frei erhältlich gewesen. 23. März 1989 rauf. Und am 17. Februar 2014 wieder runter. Sehr schön. RAF, das Computerspiel. Ja,
Hersteller unbekannt. Es könnte sich allerdings auch um die Royal Air Force handeln. Ach, stimmt. Wird es wahrscheinlich auch. Ja, wird die Royal Air Force handeln. Bestimmt. Ja. Dafür, ja. Wie man Dresden und Mannheim kaputt bombt. 22. März 89 auf dem Index gelandet, 17. Februar 2014 wieder runtergeflogen. Also, wer wisst, worum es in der RAF geht, bitte mal in die Kommentare schreiben. Genau. Vielleicht um Bertelsmann, vielleicht aber auch nur um schlechte Zielübung. Nee, um Bertelsmann garantiert nicht. Wenn dann um Wiese, die Bader-Meinhof-Bande, damals als man in Deutschland noch Banden hatte. Apropos Banden, Westbank. Von Gremlin Graphics Software Limited in Birmingham, England. Klingt wie ein Palästinenser-Schießsimulator. Die Westbank bei Jerusalem. Am 4. Februar 91 rauf auf dem Index, am 18. Februar 2014 wieder runter. Das sind aber keine 25 Jahre. Nö. Wieso sind wir jetzt schon bei 91? Weil sie es da indiziert hatten. Krass. Da so. Hat jemand vorher versucht, das wieder runterzukriegen. Hier ist es jetzt besonders lustig. X-Men Origins Wolverine. Für die PlayStation Portable in der EU-Version von Activision UK Limited in Uxbridge, Großbritannien. Uxbridge. Indiziert am 7. Januar 2014 und deindiziert am 18. Februar 2014. Da haben die das wahrscheinlich indiziert. Das hat Activision mitgekriegt, hat 20 Anwälte nach Deutschland geschickt und dann wurde es standen dann so keine davon. 5 Wochen später wieder deindiziert. Wir haben da gehört, ihr habt unser Spiel indiziert. Lass das mal, das ist eine scheiß Idee. Wir haben mehr Geld als ihr. So kann es dann auch laufen. So muss es nämlich gelaufen sein. Ah, ich überlege gerade. X-Men Origins, Wolverine, ging es da um die Nazis? Waren da Hakenkreuze zu sehen? Keine Ahnung. Eigentlich nicht. Na doch. Und wie wir da hat in allen möglichen Kriegen mitgekämpft. Wieso heißt der Logan eigentlich Wolverine? Weil das ist ein Bären... nicht Dachs. Doch, Bären-Dachs. Ein Vielfraß. Bärenmarder. Bärenmarder, ein Vielfraß. Ja, er ist doch so puschelig um die Koteletten rum. Ganz schön groß, ganz schön schwer, bis zu 30 Kilo schwer und hat die Eigenschaft, nicht im Schnee zu versinken, wenn er rüberlatscht. Und kann das sich deswegen, 30 Kilo? Eben, und kann sich deswegen sehr gut an seine Beute anschleichen. Genau, und das im Winter. Und jetzt überlegen wir mal, also der sieht aus wie ein Marder in groß mit dem Kopf von einem Bär in klein. Ja. Und wie sieht jetzt Logan, wieso sieht der so aus? Der ist weder in den Comics, noch in den Filmen sieht der aus wie ein Bärenmarder. Weil der nie keine Ahnung von nichts hat. Und außerdem, die Gesichtsbehaarung ist dem Bärenmarder schon recht ähnlich. Ja gut, da ist die Nase das Einzige, was nicht bewachsen ist, aber... Siehst du? Bei Wolverine ist es auch nicht sehr viel anders. Kommen wir mal zum Bekanntmachung. Also bei Logan. 2014. Ist ja schon. Nichts. Schon wieder. Ja. Sie sehen das ging nichts. Ja schnell. Kommen wir zur Bekanntmachung 3 2014. Resident Evil 2, das Grauen kehrt zurück. Aha. Für PlayStation und Nintendo GameCube von Virgin Interactive Entertainment Deutschland GmbH in Hamburg. Am 12. März 2014. Runtergeflogen. Indiziert oder ich würde gerade sagen. Wann es indiziert wurde, keine Ahnung, wahrscheinlich kurz nach Erscheinen, wann da auch immer das gewesen sein soll. Resi 2, das dürfte doch auch so spätestens Ende 90er gewesen sein, oder? Da hier steht das halt nicht mehr drauf. Das war aber auch auf Antrag. Wahrscheinlich für das Remake oder so. Resi 2. Nicht gefolgt von Resi 3. Nemesis. Die amerikanische Version zumindest. Für die PlayStation und die Nintendo GameCube von Eidos Interactive Limited USA. Und Capcom Co. Limited USA. Haben die jedem Spiel eine andere Firma gegeben? Tja, so kann man sich vor Bankrott retten. Naja. Wenn einem die Scheiße aus dem Arsch geklagt wird, juckt das die anderen nicht. Naja. Auch hier am 12. März 2014 wieder runtergeflogen. Und kein Datum der Indizierung da, wa? Ne. Okay. Battle Island. Nicht zu verwechseln mit Battle Isle. Von Novagen Software Limited in Birmingham, England, ist am 12. April 89 auf dem Index gelandet. Das gute alte C64-Spiel. Und am 13. März 2014 wieder runtergeflogen. Die waren 25 Jahre. Fight Driver. Aha. Von Holger Holstein.
Anschrift unbekannt. Er hat sich jetzt ja mal schnell ausgezogen. Der Holgi ist schnell aus dem Keller seiner Mutter ausgezogen. Am 10. April 89 auf dem Index gelandet und am 13. März 2014 wieder runtergeflogen. Operation Wolf! Muss einen Film geben, der so heißt, weil er ist von Ocean Software das Spiel. Manchester, ne? 17. April. Die haben nicht nur Filmversoftungen gemacht. Ich kenne die nur von so einem schlechten. Die Kenner haben mal viele gemacht. Aber die konnten auch selber Scheißspiele machen. Ja, ich kenne die haben da keine Filmlizenz dazu gebraucht. Die sind wie Asylum. Die können auch so Dreck produzieren. Genau, die können das auch ganz alleine. Es muss keine Originalvorlage geben. Am 13. April 89 auf dem Index gelandet, am 14. März 2014 runtergeflogen. As usual. Stimmt nicht. Hab mich verguckt. 17. April 89 auf dem Index gelandet, 13. März 14 runtergeflogen. Stimmt. POW. Pow. Von Kupke Computertechnik GmbH Dortmund. Kupke. Am 13. April 89. Nicht mehr. 13. April 89 rauf, 14. März 2014 runter. Puh, Prisoner of War und nicht etwa. Was das soll das heißen? Prisoner of War. Ja, Kriegsgefangener. Sword of Sodan. Soda? Sudan. Achso. Discovery Limited, Anschrift unbekannt. Am 11. April 89 auf dem Index drauf. Nach britischen Butze. Am 14. März 2014 wieder runter. Ich dachte, Sword of Soda. Das Schwert des Sprudelwassers. Hm? Tough Guys. Mit Z, wie wir Cool People sagen. Guys. Mit Doppel-Z. Für doppelten Flavor. Von Henry Design Product, Anschrift unbekannt. Ist auch besser so. 17. April 89 rauf, 14. März runter. Alles wieder an einem Tag hier. Und alles wieder ohne Plattform, oder? Jo. Na, Warplay. Kriegsspiel. Hersteller unbekannt. 10. April 89 rauf, 14. März 2014 runter. Biohazard 3 Last Escape. Japanischer Untertitel. Aha. Warum auch immer ein japanischer Untertitel? Von Eidos Interactive Limited USA und Capcom Co. Limited USA. Wahrscheinlich hat da sich irgendein Japaner gedacht, ich schreibe mal was Cooles drunter. Die Eidos USA fand super cool und er hat geschrieben, wer das liest, ist doof. Wahrscheinlich. Oder ich muss noch dringend meine Unterwäsche waschen. Hier ein Rezept für eine köstliche Nudelsuppe. Genau, hier ein Nudelsuppenrezept. Am 4. Mai 2000 initiiert worden, am 12. März 2014 wieder runtergeflogen. Aha. Da hat jemand vorher einen Antrag gestellt. Aha. Kommen wir zu den Bekanntmachungen Nummer 4, 2014. Kann auch sein, dass es einen Strafbestandteil erfüllte, der anschließend, wo das Gesetz dann gekippt wurde, und damit flog es automatisch runter. Die Gewaltverherrlichungen und so haben sich eigentlich nicht geändert. Der einzige Straftatbestand, der wirklich rausgeflogen ist, wäre hier Hakenkreuz und sowas. Dass die Verfahren nicht mehr anhängig sind und dergleichen. Capone, ein Computerspiel, mal genau. Wieder von Kupke Computertechnik GmbH Dortmund. Genau. Am 11. Mai 1989 auf dem Index gelandet, am 15. April 2014 wieder runtergeflogen. Was auch immer der gute Mann da programmierte. Der arme El Capone. Jetzt mal wieder was Aktuelleres. Resident Evil Code Veronica, beziehungsweise Code Veronica X. Veronica. Veronica, Veronica, Talent, Sister. Auf dem Dreamcast und auf dem Gamecube. Wow. Von Eidos Interactive in Hamburg. Am 17. April 2003 initiiert worden und am 15. April 2014 runtergeflogen. 11 Jahre. Ja. Kommen wir jetzt zur Bekanntmachung Nummer 5 von 2014. Highlander 2. Hersteller ja, unbekannt. Ist Teil 1. War Teil 1 nicht von Ocean? Müsste ich lügen, weiß ich nicht. Teil 1 war von Ocean. Indiziert 16. Juni 89, deindiziert 19. Mai 2014. Auch weißt du, wann der zweite Film rauskam? Nee. Hm. Der mit Connery. Genau. Ja, der erste war auch schon mit Connery. Stimmt. Beide mit Connery. Stimmt, stimmt, stimmt. Und Christopher Lambert. Aber ich glaube, ab dem zweiten Teil schielt er nicht mehr. Der Lambert. Weniger. Ganz los geworden ist das nie, aber weniger. Und inzwischen kann er auch Englisch sprechen. Was er im ersten Teil noch nicht wirklich konnte. Was man nur nicht merkt, weil man es synchronisiert hört. Mission Monday. Tell me why I don't like Mondays. Wir sind nicht bei den Boomtown Rats.
Hersteller unbekannt. Am 16. Juni 89 indiziert und am 19. Mai 2014 deindiziert. Jo. So muss das. Sex Show 8 von Sektion 8. Anschrift unbekannt. Der Name sagt alles. Am 15. Juni 89 indiziert worden, am 19. Mai 2014 runtergeflogen. Auch eine sehr selbstbewusste Firma. Sie hat sich allerdings damit etwas festgelegt auf ein Genre, um es mal so zu sagen. Ja, So kriegt man keine Kinder-Jump'n'Runs mehr fürs NES portiert. Das muss man halt schon machen wie It. Genau. Commander Keen anfangen. Kinderfreundlicher wird's nicht mehr. Und dann mit Doom weitermachen. Nee, da kam noch Wolfenstein 3D. Ja. Inzwischen dürfen wir Kind ja beim Namen nennen, müssen es nicht mehr Hundefelsen 4E nennen. Stimmt, und inzwischen dürfen wir auch Doom und Quake sagen. Ja, na das konnten wir schon vorher. Dank Zenimax. Ja, aber auch nur dank Zenimax. Ja, genau. Kommen wir zur Bekanntmachung 6 2014. Veteran von Schuster Elektronik Kastrop Rauxel. Kastrop Rauxel. Ach du Scheiße. Ja, klingt wie irgendwo und nirgendwo. Ja. Gleich neben Heilbrunn oder so. Nee, im Nordrhein-Westfälischen, glaube ich. In der Büt. In der Büt. 5. Juli 89 auf dem Index gelandet, 16. Juni 2014 wieder runtergeflogen. Ist wahrscheinlich auch besser so. So, das war's doch schon wieder für diesen Monat. Wir machen weiter mit Bekanntmachung 7 2014. Wanted von Enfant Grand. Oh. Villeurbanne, Frankreich. Ach was. Und Bomico Frankfurt. Stimmt, das war der deutsche Betrieb für Bomico. Genau, am 4. August 89 indiziert, am 18. Juli 2014 indiziert. Amfogramm ist doch auch dann irgendwie in Atari hat, haben die aufgekauft? Nee, andersrum. Nee, umgedreht, Amfogramm hat Atari aufgekauft. So, aber Amfogramm ist doch dann auch aufgekauft. Ist Blizzard? Du kannst Fragen stellen. Ich weiß nur, dass Amfogramm gegen Ubisoft verloren hat. Obwohl das in den 90ern noch gar nicht so klar war, wer da gewinnt. Hm. Weil Ubisoft noch so eine kleine Drecksputze war und Amfogramm schon seit den 80ern der größte französische Softwarehersteller und so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt's sie nicht mehr. Das waren die mit dem bunten Armadillo als Symbol. Ja, diese aufgespiralte Ratte da. Diese aufgespiralte Ratte, genau. Schüsseldissel, egal. Bekanntmachung 8 2014. Nichts. Man könnte meinen, sie wollen nicht. War nicht viel los gewesen. 9 2014. Technocup. Von Areola Soft GmbH Riedberg. Ach, wir sind umgezogen? Ja, so kriegt man das mit. Am 16. Oktober 1989 initiiert worden, am 18. September 2014 deinitiiert worden. Wahrscheinlich sind sie kurz danach wieder umgezogen. Technocup. Kommen wir zur Bekanntmachung 10 2014. Das war auch nicht viel los. Grand Theft Auto Vice City für die PlayStation 2. Aber nur für die, schade. Von Take-Two Interactive München. Ja. So, ist mit der Entscheidung vom 1. Oktober 2014 runtergeflogen. Sind auch garantiert keine 25 Jahre gewesen. Nee. Vice City war cool. So richtig schön Miami. Du hast fast nur Drogen gespielt, dealt in dem Spiel. Ja. Und die Hubschraubermissionen waren so grausam. Gerade mit dem Modellhubschrauber in diese Baustelle rein. Das flog sich so beschissen. Oh. Funny Girls. Ein Computerspiel. Hersteller unbekannt. Indiziert am 16. November 89. Deindiziert am 14. Oktober 2014. Schade, ich habe mich schon auf gute Grafik gefreut. Sind bestimmt keine Witze erzählenden Mädels. Oh, bestimmt. 11 2014. Crusader No Remorse, ein Computerspiel. Ach. Da ist es, das Crusader. Genau. Du siehst doch, dass das böse indiziert war. Von Electronic Arts in Aachen. Ah, Electronic Arts Deutschland. Da hat, ne? Können wir sogar was zu sagen. Und zwar, das war, nicht Retroskopie, wie heißt isometrisch. Das? Isometrisch, genau. Immer diese Fremdworte in den Videos hier. Isometrische, so schräg von oben Sicht. Und man spielt einen Spezial-Sonderräumungstypen komplett in Rot gekleidet und ballert sich durch verschiedenste größere Räume mit kleineren Abschnitten und muss dort
menschlich aussehende Gegner erledigen, aber auch jede Menge Puzzle und Rätsel lösen. Naja, ein paar Puzzle und Rätsel sind dabei. Ein paar Türschalter-Rätsel und sowas, also genau, nichts Kompliziertes. Aber aufgrund der Tatsache, dass man halt mit Granaten dort Gegner zersmashen konnte und auch mit Flammenwerfer auf sie losgehen konnte, fand die BPJM, okay, gibt es denn eine Möglichkeit, das Spiel zu spielen, ohne dass man die abknallt? Nein, dann landet es auf dem Index. Genau. Und so begab es sich, dass es dort landete. In Summe gibt es, glaube ich, drei. Es gibt noch No Regret, das war, glaube ich, noch ein besseres Add-on. Dann gab es, die hatten noch ganz viel mit No Pity. No Mercy, glaube ich, noch. No Mercy gab es, glaube ich, noch. No Pity, No Survivors, das sollte dann Multiplayer Online werden. Das war, glaube ich, auch ein Origins den ursprünglich gewesen. Also Origin Software hier, die Leute von Ultima und so. Das hatte da einer nebenbei entwickelt. Das war nämlich eigentlich eine Ultima 8 Engine gewesen. Ach, stimmt. Da war ja was. Das war das. Genau, nachdem... Peter Molyneux doch, ne? Nee. Wie ist er? Richard Garriott. Richard Garriott, der für jedes Ultima unbedingt eine neue Engine entwickeln musste, bevor er dann das neue Spiel drauf baut, dachten sie sich dann die Bude, wer hat die aufgekauft? Electronic Arts. Ach ja, stimmt. Electronic Arts, nee. Was ist denn das hier für eine Verschwendung, ja? Für jedes Spiel eine neue Engine. Das ist auch schon Origin selber. Da hast du nicht als Origin EA gebraucht. Ja, und wir verwursten jetzt hier einfach mal mehrere Spiele mit derselben Engine, weil Engine ist Engine. Kann ja halt anders aussehen, das Spiel, aber genau, Engine ist Engine. Kann man ja viele um Pixel. So begab es sich. Damals war es noch easy im Pixel-Look. So begab es sich, dass dann eben verschiedenste Spiele auf dieser Engine rauskamen. Genau. Es dürften wahrscheinlich jede Menge EA-Spiele geben, die auf Ultima-Engines basieren. Nee, so viele sind das gar nicht. Nicht? Na, zum einen haben die damals noch nicht unter den Firmen geshared. Wir sind hier noch nicht in der Frostbite-Zeit, wo eine Firma die Engine entwickelt und alle anderen haben sie gefälligst zu nutzen. Also, wo Frostbite für einen 3D-Shooter, Battlefield, eine Engine entwickelt und Need for Speed hat die dann gefälligst auch zu benutzen. Sondern damals haben die Unterfirmen im Wesentlichen alle ihre Engines schon auch selber verwendet. Auch wenigstens Hausinternet man es ja mal ein bisschen öfter verwenden können. Gut. Kommen wir zur Bekanntmachung 12/2014. Mal wieder nichts. Trauriges Ende für ein Jahr. Und das trotz Weihnachten. Wow. Ja, das waren schlimme Weihnachten. Nichts identifiziert. Dann freuen wir uns aufs nächste Video. Schalten Sie wieder ein. Falls Sie noch ergänzende Informationen haben, rein in die Kommentare. Genau. Dafür sind Sie schließlich da. Und wir freuen uns im nächsten Video. Ja, immer schön gucken. Kommen noch ganz viele tolle Spiele. Da freuen wir uns am meisten. Also, bis gleich. Tschüss.